Moin moin meine lieben Freunde und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Pokémon für die Switch. Let's go, sage ich da nur. Wir befinden uns immer noch jetzt hier gerade auf Route 24, was überhaupt nichts zur Sache tut. Wir haben allerdings, ich wollte hier ein paar Gegner besiegen. Diese hier, die hier alle rumlaufen. Einfach nur aus dem einfachen Grund, weil wir ein bisschen hochleveln müssen, um den Arenaleiter in Azuria City zu besiegen. So, ich guck mal, ob dieser Pokmaniac hier drin wohnt. Gehen wir mal rein. Ist er denn da? Man weiß es nicht. Oh. Sieht alles technisch aus hier. Na? Da ist noch jemand. Da! Hallo, ich bin ein Pokémon. Spaß beiseite, ich bin natürlich kein Pokémon. Nenn mich einfach Bill, ich bin ein waschechter Pokmaniac. Was guckst du mich so an? Du glaubst mir kein Wort, was? Ich lüge aber nicht. Mir ist leider ein Experiment missglückt. Dabei wurden meine Zellen mit denen von Pokémon zusammengewürfelt. Das Ganze hier sieht so ein bisschen aus wie aus dem Film Die Fliege. Kennt ihr den? Wo der Wissenschaftler sozusagen von einer Kabine in die andere sich teleportieren will. Das misslingt allerdings, weil eine Fliege mit da reinfliegt und so werden seine Zellen mit dieser Fliege gemischt. Kann ich nur empfehlen, den Film. Ist mit Jeff Goldblum ziemlich cool, fand ich ihn. Also nicht den Film aus den 20ern gucken, sondern den Film aus den 90ern, glaube ich, ist das, ne? Mit Jeff Goldblum. Schock, der Film macht echt Spaß zu gucken. Ein bisschen gruselig, aber ganz gut. Wie sieht's aus? Hilfst du mir? Ja. Okay, ich steige in den Teleporter und du startest von meinem PC aus dem Zellteilungsprogramm. Genau der PC da, mach bloß keinen Fehler. Ich zähle auf dich. Mach ich doch. Los, geh rein da. Tim sieht verwundert das brechende Pokémon an. Muss ich dich wundern, Tim. Pass auf. So, das war's schon. Okay, machen wir das. Auf dem Ziel läuft ein Programm zur Steuerung des Teleporters. Hey, kannst du dich bitte ein bisschen beeilen? Du setzt das Zellteilungsprogramm des Teleporters in Gang. Da ist er. Puh, tausend Dank. Du hast echt was gut bei mir. Hey, was sehen meine Augen da? Du trägst in deinem Beutel ja eine Pokémon-Box mit dir rum. Wenn du zu viele Pokémon gefangen hast und deine Pokémon-Box voll ist, kannst du sie an Professor Eich schicken. Praktisch was? Ach, und noch was. Das hier ist für dich. Als Dankeschön für die Rettung eben. Du hältst Bootstickets von Bill. In Orania City liegt ein großes Kreuzfahrtschiff vor Anker, die MS Anne. Ich habe zwar freundlicherweise eine Einladung zu einer Party an Bord gekriegt, aber das ist nichts für mich. Zu sneaky für meinen Geschmack. Das sind mehrere Tickets zum Abreißen, falls du noch jemanden mitbringen willst. Viel Spaß. Hey, danke. War nett von ihm, oder? Wink nochmal. Gucken wir mal, was er will von uns. Tim steht völlig fassungslos in Bills Richtung. Oh, komm, steig mal kurz. So. Ich will nicht mit dir spielen, Tim, jetzt gerade. Okay, was sagt er noch? In Orania City liegt ein großes Kreuzfahrtschiff vor Anker. Ich habe zwar freundlicherweise eine Einladung. Okay, haben wir das gesagt? So, wir können die zu Professor Eich schicken. Machen wir doch mal. Wie geht denn das? Ey, Quatsch. Beutel, ne? So, hier drin, Team. Auf die Box. An den Professor schicken. Okay, können wir ein paar auswählen. Machen wir mal. So. Ganz gut, dann behält man noch ein bisschen die Übersicht. Yes.
wurden an Professor Eich verschickt. Du hast eine Nachricht von Professor Eich erhalten. Vielen Dank für dieses Transfer. Das bringt meine Forschung sicherlich voran. Laut meiner Aufzeichnung hast du mir bisher 7 Ratzfratz geschickt. Dein Ratzfratz ist äußerst beeindruckendes Pokémon. Und danke hältst du von mir eine Belohnung, die dir beim Training deiner Pokémon hilft. Die wird sich stärker machen. Ah, okay. Du verschaffst geschenktes Professor-Bonbonglas. Du hast mir bisher 30 Pokémon geschenkt. Weiter so. Komm, ein paar können wir auch noch schicken hier. Oh, wir hauen alle raus, die wir hier haben. Yes. Vielen Dank, das bringt meine Forschung bestimmt weiter. Laut Anfang hast du mir 5 Zubat geschickt. Hier hast du eine Belohnung. So. So, jetzt können wir nämlich, wenn wir hier sind, können wir nämlich jetzt, glaube ich, ne? Ja, können wir auf jeden Fall hier in den Beutel reingehen. Und Bonbonglas. Und können einfach mal. Nee, das war's nicht. Was war's? Ein Großbonbon, das voll Energie steckt. Erhöht darauf die Initiative eines Pokémon ab Level 30. Nein. Das ist voll Energie steckt. Erhöht dauerhaft den Angriff eines Pokémon. Das nehmen wir nämlich. Stärkebonbon. Und zwar auf Tim. Nochmal Tim. Wir machen aus bei Pikachu genauso. So. Erhöht dauerhaft ab Level 30, das geht nicht. Die Energiebonbon. Erhöht dauerhaft die KP eines Pokémon, das ist doch gut. Machen wir bei Tim. Pikachu geht auch rein. Und Knuffensa auch. So, was haben wir noch hier? Robustbonbon. Erhöht dauerhaft die Verteidigung eines Pokémon, das ist doch gut. Hier haben wir ein bisschen mehr rein bei ihm. Mein Haupt-Pokémon. Aber auch Pikachu soll nicht leer ausgehen. Zwei von mir. Und auch nur Fenster. So, Sonnebonbon. Das den Level 1 Pokémon erhöht. Das machen wir. Und zwar Pikachu kriegt einen. Und Donnerwelle zu lernen. Also, kann er ruhig mal lernen. Das finde ich ganz cool. So, also auch machen wir hier. Und zwar bei Ruckzuckhieb. Das testen wir mal. Zack. Ja, soll er ruhig lernen, ne? So, raus damit. Und noch einmal um hier, auf Level 21. So. Soll er lernen? Kann denn der Sternschauer? Muss ich kurz gucken. Hm. Ne, Sternschauer lassen wir weg. Nein. So, Flottenbonbon. Mit der Initiative eines Pokémon. Ich bin jetzt stärker geworden. Oh, ich ein paar reinballern. So, Pikachu kriegt auch ein paar. So, ein bisschen rein müssen wir machen. So, wir haben noch Grips. Wir dauern Spezialangriff eines Pokémon. Das brauchen wir auf jeden Fall. Zack. Und nochmal. Und Pikachu bekommt den auch. So, jetzt haben wir auch genug gemacht hier. Klamottenkoffer. Sollen wir eigentlich mal Tim mal ein kleines Outfit geben? Wir haben ja eine neue Kopfbedeckung. Die sportliche Kappe. Sehr cool. Wenn er will, kriegt auch eine coole Kleidung noch an. Sportliches Shirt kriegt er auch an. So. Gut. Dann geht's weiter. So, wir haben euch genug besiegt. Jetzt gucken wir mal, was sie sagt. Diese Gegend wird gerne für Dates genutzt, aber davon lasse ich mich nicht beeindrucken. Die Einsamkeit ist für einen Trainer-Coach wie mich nur eine Herausforderung von vielen. Ich bin ziemlich stark. Willst du gegen mich antreten? Klar. Ich werde dir eine Lektion erteilen, die sich gewaschen hat. Oh. Sollst du ruhig machen gegen mich. Ich glaube, ich bin auch nicht so gut. Vielleicht gegen dich, aber wir versuchen es trotzdem. Nikola! Nikola! Mascholo. Okay.
Den kriegst du als erstes von mir. Alter! Das ist nicht schlecht gewesen. Okay. Das war ein cooles Ding, oder? Boom! So, wir eiern jetzt zurück. Puh, da wollte ich eigentlich dir eine Lektion erteilen, nicht umgekehrt. Ich krieg's nochmal Kohle von mir. So, wir eiern zurück zum Dorf. Hat das allein nicht mehr richtig viel Spaß. Ja, das ist für dich. Bekommt den Geowurf. Cool. Du verschaust dir die Antibox. Das ist nicht schlecht. Wir haben ja so ein paar Dinger schon bekommen. Wo geht's hier nicht hin? Ne, wir gehen jetzt einmal zurück. Das ist auch nicht so weit. Wir müssen auf jeden Fall noch erlernen, wie man die Sträucher wegmacht. Das kriegen wir noch hin. Das kommt ja noch. So, lauf, lauf, lauf. Da ist schon ein kleines Stückchen, wo wir laufen müssen. Oh, na gut. Egal, desto mehr Pokémon wir haben, desto besser ist es, ne? So. Den müsst ihr doch gefangen haben, oder? So. Kleine Taubsi wurde gefangen. So, wir wollen den Arena-Leiter besiegen. Oh, guck mal hier, Knuffi ist aufgestiegen. Sehr gut. Giftpuder. Haben wir jetzt noch alles da drin, was wir... Machen wir auch weg. So. Ja, eine kleine lustige Auswahl, die wir haben. Ich krieg noch bessere Pokémon hin, keine Angst. Aber jetzt erstmal reicht das so. Habt ihr schon Namen ausgedacht? Nein? Schreibt es in die Kommentare. Ich gebe den Leuten die Namen, die sie verdienen. So. Jetzt müssen wir hier mal zurück. Die haben wir alle besiegt hier. Und wir gehen einmal kurz und heilen unsere Pokémon. Wenn wir das gemacht haben. Zuria. Ach, das auch nichts. Zack. Dann gehen wir kurz zum Shop, kaufen noch ein bisschen was ein. Gerade für die Kämpfe müssen wir gut vorbereitet sein. Und dann versuchen wir nochmal den Trainer, den Arena-Leiter, zu besiegen. Weil eigentlich haben wir uns jetzt ja ganz gut gerüstet für den nächsten Kampf, würde ich mal behaupten. Oder? Ich glaube schon. So, und jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken. Wir haben nämlich ein paar Dinger, die wir uns in der TM-Box wieder lernen können. Und zwar bin ich, glaube ich, das kann er nicht erlernen, aber Pikachu könnte den lernen. Den packen wir wirklich zu Pikachu hin. Ein TM wurde aktiviert. Welcher Tag soll durch Geowurf ersetzt werden? Jetzt gucken, welcher er hat. Doppelteam. So, und die Kopfnuss rammt das Ziel mit der Kopfnussziel, schreckt eventuell zurück. Okay, ja, weiß ich. Die lassen wir erstmal so. So, jetzt gehen wir zum Shop. Wisst ihr, was ich die ganze Zeit nicht gemacht habe? Ich habe ganz lange nicht gespeichert. Das sollten wir nicht mal tun. Das Spiel speichert ja irgendwie nicht automatisch. Man muss immer zwischendurch speichern. So. So, hier unten war der Shop, ne? So, wir haben genug Kohle, können was verkaufen und kaufen. Wir können beides machen. So, gucken wir rein hier. Komm her, was können wir? Willst du es kaufen? Ja, klar. So, wir brauchen als erstes mal einen Trank. Gib mir mal 10 Tränke. Die hauen natürlich nicht so gut rein, wenn wir eher einen Supertrank haben. Aber den können wir noch nicht kaufen. Feuerheiler, nehmen wir auch 2-3 Stück von. Eisheiler, nehmen wir auch mal 3 Stück von. Wir haben da zwar welche 2, aber trotzdem. Immer ganz gut, ein paar auf Dings zu haben. Parallel, Fluchtseil, Schutz. Angriff, Fluss, Megablock, okay. Brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Aber vielleicht ein paar Superbälle noch. So. Geil, ich krieg einen Premierball dazu, okay. Und? Brauchen wir noch? Ich will was verkaufen. Ich will das verkaufen. Da ist ein Nugget. Müsste 5000 geben, oder? Oh, guck mal. Zack. So. Andere Sachen kann man hier nicht kaufen, leider.
Gut. So, den Arena-Leiter werden wir jetzt noch besiegen. Hoffe ich zumindest. Aber müsste jetzt eigentlich klappen. Wir sind ja relativ stark jetzt. Muss man ja auch mal so sehen. Und seine Vorläufer haben wir alle besiegt. Deswegen gehen wir direkt hoch. So, jetzt bin ich gespannt. Hey du, was ist dein Motto? Ja, wir kämpfen und gnadenlos. Aber komm, wir wissen, was du sagen willst. Los geht's. Den dreht richtig auf. Okay. Ich habe jetzt mal hin und her geschwungen. Wollte sehen, was in das Evo-Cache ein. Alter Schwede, was ist das denn? Ich weiß gar nicht, dass ich das Ding hab. Da habe ich auch nicht reingehauen. Okay. Nee, wir bleiben bei ihm. Also nur beim fetten Dings gerade gemacht hat. Okay. Darauf, da setzen wir erstmal den Brand ein. Ist ein bisschen stärker jetzt. Hoffentlich verlieren wir nicht ganz so viel Leben. Aber wir leben trotzdem ganz gut. Was? Jetzt auch von mir Verbrennung. Das bringt natürlich nicht so viel. Schaden leider auch mir. So, wir machen nochmal einen. So, wir machen nochmal einen Tackle. Ach, das scheiß Siedewasser, ne? Es haut echt ganz gut rein, ne? Bin ich nicht so immun gegen. Das haut leider auch ganz gut rein. Wollen wir so gucken, ob wir irgendwas gegen das Feuer machen können. Bringt uns nicht viel, weil wir ja trotzdem jetzt sterben. So, jetzt müssen wir gucken, ob wir mit den anderen weiterkommen. Zumindest können wir Pikachu wieder beleben, Quatsch, Tim wieder beleben. Wenn wir da jetzt nicht. So, wir nehmen dann nur Fensa. Ja, nur Fensa nehmen. Scheiße, ey. Hauen aber auch rein, die viel. Das Ding, diese Stamina haut auch rein, echt. So. Jetzt müssen wir einmal kurz ein Beleben machen. Und zwar werden wir Tim beleben. Ja, jetzt kommt wieder Sternschauer. Jetzt werden wir bestimmt was abbekommen. Und vergiften ihn auch nochmal, wenn es klappt. Ah, das war's. Schade. Schade, schade, schade. Schade, Marmelade. Pikachu. Da versuchen wir was ganz Cooles. Pikachu. Und zwar den Geowurf. Haben wir gerade ja gelernt. Natürlich sei es, wenn wir den Wasser jetzt weg. Bürstet. Was geht noch? Wir haben ihn auf jeden Fall ordentlich zugesetzt. Aber wir können vielleicht mit Pikachu auch noch mal schnell in den Beutel reingehen, einen Trank auswählen und Tim heilen. Da wird er jetzt leider drauf gehen, aber nicht so schlimm. Wir haben ja noch genug andere. So, wir nehmen noch Kleinstein. Der ist natürlich auch anfällig gegen das Wasser, aber irgendwie müssen wir da jetzt ein bisschen Zeit schinden, solange er da die Verbrennung abbekommt. Was haben wir denn noch da so? Steinwurf, Tarn, Bodycheck, hört sich gut an. Das überlebt er, glaube ich, nicht. Scheiße.
okay. Aber wir probieren erstmal unsere Fiesen. Das macht aber nichts. Dann können wir erstmal Tim auffrischen. Das ist ein Kampf mit Verlusten, aber so kann ich Tim nochmal heilen. Wenn er ganz voll frisch ist, wenn er wiederkommt. Und Anton wird jetzt draufgehen, leider. So. Obwohl, noch gar nicht so schlecht gelaufen. So, wir haben auf jeden Fall noch nämlich was anderes. Aquaknarre? Naja, das bringt wahrscheinlich nicht so viel, ne? Noch ein Kratzer. Ah, bringt nichts. Gut. Dann ist auch weg, aber jetzt müsste er noch ein bisschen Verbrennung abbekommen. Wir können ihn, glaube ich, besiegen, indem wir jetzt noch den Para einsetzen. Sind die zwar alle platt, aber man muss ja auch sagen, dadurch, dass wir das so machen, wird natürlich die Verbrennung immer schwächer werden und gleich wird er drauf gehen. Ich glaube, wir haben noch irgendwas im Beutel, was wir an Tim verabreichen können. Obwohl, nee, wir verabreichen Tim nichts mehr. Macht keinen Sinn, wir machen einfach einen Kampf und sagen Schlaf, Bruder. Penn doch ein bisschen ein. Oh, Schlafbruder ist fehlgeschlagen. Aber er ist besiegt. Ohne dass wir großartig was machen mussten. Paracel, 28 Punkte. Ah. Cool. So. Paras versucht Wachstum zu erlernen. Soll ein bekannter Attacke durch. Ja, sag mal, was denn? Haben wir noch da? Rachespore. Oh nee, da wollen wir nichts von wegnehmen. Nein. Cool. Tim erhält. Arenaleiterin Misty wurde besiegt. Wow, ich habe verloren. Du gewinnst echt viel Geld von mir. Tu ich. Na gut, dann will ich mal nicht so sein. Ich überlasse den Quellorden als Beweis dafür, dass du mich besiegt hast. Bam. Du hältst den Quellorden von Misty. Mit dem Quellorden ist in der Tasche gehorchen dir alle Pokémon bis Level 30, die du von anderen Trainern bekommen hast. Außerdem kriegst du noch diese tolle ETM von mir. Siedewasser. Ah, Siedewasser ist echt cool. Das müssen wir aber brauchen. Du verstaust es in TM-Box. Mit TM 29 kannst du Pokémon die Attacke Siedewasser bringen, wenn sie auf Pokémon an, die im Wasser leben. Gut. Ja, was will er denn? Was will denn Tim von uns? Man sieht so oft, sofort, wie glücklich Tim über den Sieg ist. Das stimmt. So. Gut. Jetzt müssen wir unsere Pokémon einmal auffrischen. Haben wir alle besiegt, sozusagen. Nur dahin lebt noch. Das machen wir schnell. Und heute auch einmal eine kürzere Folge, denn ich denke, das war es dann auch schon. Wir können natürlich gleich nochmal gucken, ob wir im Shop irgendwas anderes jetzt kaufen können, weil wir ja zwei Orden haben. Müssten wir eigentlich ein bisschen besser dastehen. Weiß es aber nicht. Aber schauen wir mal. Din, 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 din. Wäre natürlich wünschenswert, aber man weiß es nie. So, Pokémon sind wieder topfit. Danke. Wir sehen uns bald wieder. Machen wir. So. Gehen wir mal hier rein. Hallöchen, Meister. Ich will es kaufen. Superballtrank. Da ist der Supertrank. Den nehmen wir auch mit. Und zwar nehmen wir davon einfach mal 10 Stück mit. Kosten zwar was, aber dadurch kriegen wir natürlich mehr Leben. Was ist noch so da? Mehr ist da eigentlich nicht, ne? Ich habe genug Geld, ich nehme noch ein paar von den Superbällen mit. Noch mal 10 Stück. So. So. Und Premiumball haben wir auch noch bekommen. Das war's schon. Wir wünschen uns glücklich. Raus. Ja, das war doch cool. Haben wir die jetzt besiegt? Ich danke fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei, wenn es weitergeht zu unserer nächsten Route. Und bis dahin. Tschüss.